Das ist ein ungeschriebenes Blatt. Vielleicht kann man den Brief mit der Tomatensaftflasche kombinieren. Und dann kommt Schrift. Naja, aber kombinieren können wir ja nichts. Ich weiß. Das geht nicht so wie in irgendwelchen Point-and-Click-Adventures. Hier was präsentieren, das dachte ich mir. Aber was? Warum? Geh mal auf Präsentieren, vielleicht sagt er dir ja sogar was. Ah, okay. Er gibt dir eine Auswahl zumindest. Der Brief oder die Flasche? Das andere würde doch eigentlich keinen Sinn machen. Ja. Vielleicht die Flasche? Weshalb könnte sie ihm nie nach dem Leben trachten? Was war der Zusammenhang? Weil er sie aufgenommen hat, ne? Als Kind, als Wildfremde. Ja. Aber was machen wir jetzt? Machen wir die Flasche oder den Brief? Was ist der Brief? Enthält nur unbeschriebene Blätter. Dann bin ich eher bei der Flasche. Dann bin ich auch eher bei der Flasche. Wollen wir die Flasche? Nehmen wir die Flasche. Einspruch! Einspruch! Oh, das sieht nicht gut aus. Mhm. Es gibt einen Widerspruch zwischen der Zeugenaussage und diesem Beweis, aber da die Musik immer noch so weitergeht wie vorher. Wir haben vielleicht nicht mehr viele Schilder oben. Ja, Schilder. Ein Widerspruch? Achso, Entschuldigung. Die Frage ist, wo? Das Gericht kann ihn jedenfalls nicht sehen. Hier, ey, weißt du noch, was du sagen musstest im Anime? Aber wo denn, bitte? Oder aber wo denn, bitte? Aber wo denn, bitte? Also, vielleicht sollten wir einfach mal die Köpfe zusammenstecken und ihn gemeinsam finden. Oh, wirklich? Strafe. Seht dies als Motivationshilfe an. Solltet ihr noch einmal irrelevante Beweise zeigen, hätte sich eine wilde Bestie auf euch. Na! Los, Flammenwerk! Du die Flammenberg! Du die Flammen! Ich fühle mich plötzlich sehr motiviert. Vielen Dank, euer Ehren. Ja, aber was denn dann? Ja, das ist die Frage. Den Brief? Aber wieso den Brief? Da steht ja nichts drauf. Ja. Talia Magica, weil sie halt... Ich habe den Zusammenhang auch verloren, was mit diesen Kristallen alles war. Weil das waren ja irgendwie andere als die, die man erst dachte oder so, aber... Ja, das Ding war ja eigentlich noch... da war ja was nicht echt. Der Umbra-Kristall. Ja, und die grüne Farbe. Ja, aber warum die grüne Farbe? Warum die grüne Farbe? Ich bin beim Brief. Vielleicht steht in dem Brief irgendwas drin, warum sie ihm doch nach dem Leben trachten könnte. Oder so. Aber warum sollte es? Und außerdem, was... Ja, warum hat er einen Brief abgeschickt? Und vor allem ohne was drauf. Also, dass da sicher irgendwas draufsteht, dass man erst... Ja. Ich von aus, aber... Und soll ich wirklich? Ich glaube... Aber das Siegel ist gebrochen, ne? Das Siegel ist gebrochen, ja. Vielleicht stand da irgendwas drin, was Erlington nicht gepasst hat. Einspruch! Aha! Weil sie ihn irgendwie abgefangen hat oder was weiß ich. Frau Erlington hatte kein Motiv, Herrn de Victoire zu töten. Doch in jener Nacht gab es einen weiteren Vorfall, der mit diesem Brief, Fall in Verbindung steht. Und ich habe eine Vermutung, um was es sich handeln könnte. Wie bitte, Mr. Flamberg? Ach, egal. Ich rede von diesem Brief. Herr de Victoire schrieb kurz vor seinem Tod einen Brief, doch alles, was wir haben, ist leeres Pergament. Faszinierend. Wollt ihr damit sagen, dass eine Hexe Magie der infamen Marke gewirkt haben soll? Herr Wright? Nein, der Zauber, den die Hexe benutzte, war natürlich Goldtor. Ach, das haben wir jetzt noch nicht rausgefunden gehabt? Doch, doch. Achso. Schauen wir uns noch einmal den Zustand des Tatorts an. Hey, Junge! Wie wir aus Frau Posts Aussage erfahren haben, ist hier ein Übersichtsplan.
war der Brief in einer Briefablage neben dem Kopf des Opfers. Neben dem Opf des Kopfers. Neben dem Opf des Kopfers. Stimmt, Opf ja. Opf des Köpfers. Das leuchtet ein. Stimmt, ja, das leuchtet ein. Sie ist auch in der Skizze zu sehen. Die Briefablage steht am Rande des Regals. Ja. Der springende Punkt ist die Position der Briefablage. Ah. Oh, unmöglich. Nichts ist unmöglich. Was denn? Wenn ich Bäh sag. Oh. Nee, nicht Bäh. Ach so. Bäh, jetzt weiß ich. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Und ich kann's nicht abspielen. Hä, was nur passiert? Ja, der ist weg. Kein Problem, gleich ist er wieder da. Bam! Unmöglich. Wie Inquisitor Flamberg nun bemerkt hat, ist die Briefablage innerhalb der Reichweite des kleinen Portals, das die Hexe heraufbeschworen hat, und zwar an der Wand hinter dem Gemälde. Oh, da habt ihr. In der Tat. Recht. Und als Butler von Herrn de Victoire wusstet ihr ganz genau, wo er seine Briefe aufbewahrt hat. Flawless victory. Finish him. Finish it. Ihr habt da durchaus recht. Wie habe ich die denn gesprochen? Ja. Ihr habt da durchaus recht. Herr de Victoire hat seine Briefe stets. Nein. Stets. Ja. In jener Briefablage aufbewahrt, bis er sie abschickte. Ihr habt diesbezüglich rein gar nichts erwähnt. Brubbel, brubbel, brubbel. Frau Erlington, ihr habt ein Portal mit Goldtor erschaffen. Aber nicht, weil ihr Herrn de Victoire ermorden wolltet. Ihr wolltet den Brief haben, nicht wahr? Das sind kaum mehr als Hypotenusen, die ihr zusammenschippint. Nein, das sind definitiv nur Katheten. Nein, genau, das sind nur Hypotenusen, die ihr zusammenspinnt. Ich werde euch krankenhausreif prügeln und dort werdet ihr Katheten angelegt bekommen. An Katheten. Ah, kennst du Ankathete? Wahrscheinlich nicht in dem Sinne, wie du jetzt meinst, ne? Der Name. Ach so. Ankathete. Und ich taufe dich auf den Namen Ankathete. Oh Mann. Oh, wir hatten mal eine in unserem Abiturjahrgang, die hieß An-Christine. Mhm. Irgendwann wurde daraus auf Christine, in Christine, über Christine. In Christine. Neben Christine. Von Christine durch Christine. Oh Gott. Böse. Mhm. Das ist ja auch böse, wenn irgendein Name mit An beginnt. Da kann man so ja sowas machen mit Präpositionen oder wie die scheiß Dinger heißen. Wo arbeitet sie denn? Sie kümmert sich darum, damit das Karussell fährt. Sie arbeitet Andrea. Am Andrea. Weiter, bitte, weiter. Ich habe damals nicht einmal von der Existenz des Briefes gewusst. Habt ihr nicht? Das finde ich jetzt aber sehr merkwürdig. Als Frau Post in jener Nacht kam, war Herrn de Victoire damit beschäftigt, einen Brief zu schreiben. Und genau dann seid ihr aufgetaucht mit einer Flasche Tomatensaft. Mit einer Flasche. Oh, bah, stimmt. Oh, Mist. Kein Wunder, dass er unmächtig wurde.
Es ist möglich, dass ihr nicht gewusst habt, dass euer... Was? Nein! Nein? Lies nochmal. Oh, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Dass ihr nicht gewusst habt, dass euer Brief einen Herrn verfasste. Was ist denn heute? Und vielleicht wusstet ihr ja sogar noch mehr über den Brief. Lasst mich euch ein Beispiel geben. Vielleicht wusstet ihr ja sogar, worüber er schrieb. Das reicht. Okay. Nein, jetzt noch nicht. Das reicht, Game Over. Wusstest du das? Wo habe ich das denn mal? Habe ich, glaube ich, mal in einem Video gesehen. Wenn man bei Final Fantasy, ich glaube, 3, das startet mit einem Kampf und die Gegner sind total überlevelt. Den kannst du nicht gewinnen, den musst du verlieren. So, gescriptet. So. Ja. Wenn du jetzt aber irgendwelche Cheatcodes deine Figuren auf Level 100 oder was machst, dann kannst du den Kampf gewinnen. Ja. Und wenn der Kampf gewinnt, sagt dir das Spiel Game Over. Oh, gemein. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendeine Nachricht eingeblendet wird von wegen, ja, Pech gehabt oder so. Du blöder Cheater, du. Ja, ich weiß nicht, irgendwas war da. Aber auf jeden Fall Game Over, oder? Es geht jedenfalls nicht weiter. Mhm. Ja. In jedem Fall habe ich Herrn de Victoire als treuer Butler gedient. Ich hätte mich niemals in seine privaten Angelegenheiten eingemischt. Außer sie wären mit mir gewesen. Was auch immer es war, was auch immer er in seinem letzten Brief dem Schöpfer mitteilen wollte. Es war ein Abschiedsbrief. Ich werde gleich von Erlington getötet. Hilfe! Ging und geht mich nichts an. Euer Ehren. Ja, Verteidiger. Ich liebe sie. Oh ja, das leuchtet ein. Jeder liebt mich. Ich möchte, dass Frau Erlington jetzt, dass Frau Erlingtons letzte Behauptung ihrer Aussage hinzugefügt wird. Ein Wende, Inquisitor Flammenwerk. Nein, zwei Wände. Tine Hitler, Einmarsch in vier Wänden. Nein, nein, hohes Gericht. Um 19.45 Uhr. Bestens, Zeugin, fügt bitte das soeben Gesagte eurer Aussage hinzu. Soeben gesagt ist der Aussage hinzugefügt. Das wäre genial. Wie erwünscht, hohes Gericht. Vor allem, wieso soll man das der Aussage hinzufügen? Ich meine, wieso bitten sie die darum? Die können doch einfach sie darauf festnageln. Wir haben das nie gehört. Ich hatte keinen Grund, bla bla bla. Oder den Brief an den Schöpfer zu stehlen. Angreifen? Ja. Würde erstmal Sinn machen, ne? Joey. Na komm. Lasst mich das klarstellen. Ihr wisst also überhaupt nichts über den Brief des Opfers? Gewiss doch, ich denke, ich erwähnte dies schon zuvor. Nun, woher wusstet ihr es? Woher wusstet ihr, dass der Brief an den Schöpfer adressiert war? Ah, Moment! In der Tat. So. Warum beantwortet ihr diese Frage nicht, Zeugin? Es stimmt, dass dieser Brief an den Schöpfer adressiert war, ist. Aber wann habt ihr das herausgefunden? Gar nicht und fragt mich so blöd! Genau, ihr müsst so ausrasten wie die ganzen Leute in Ace Attorney. Stimmt. Ich habe in den letzten 3 Monaten mit vielen Leuten über den Mord gesprochen. Und was ist genau passiert hier?